Hallo zusammen. Im heutigen Chemievideo schauen wir uns noch mal kurz das Stoffteilchenmodell an und schauen uns noch mal an, wie das noch mal war mit der Teilchengröße. Dazu habe ich schon was vorbereitet. Ich habe hier zwei Messzylinder mit jeweils einer klaren Flüssigkeit drin. Was das jetzt für eine Flüssigkeit ist, ist noch nicht klar. Da sind jetzt genau 50 Milliliter drin. In beiden genau gleich viel. Ihr könnt jetzt hier sehen, dass beide genau 50 Milliliter sind. Ganz wichtig zum Ablesen, ihr seht, dass das hier immer so ein bisschen nach unten geht. Das heißt, die Flüssigkeit am Rand etwas höher ist wie in der Mitte. Es geht immer um den mittlersten, den tiefsten Punkt des Striches. Der soll genau bei 50 sein. Diese beiden Flüssigkeiten gebe ich jetzt nun in mein Becherglas, werde sie kurz vermischen und dann wieder zurück in einen Messzylinder. Die Frage, die sich stellt, was passiert, wenn ich zweimal 50 Milliliter einer klaren Flüssigkeit zusammengebe? Flüssigkeit Nummer 1. Und Flüssigkeit Nummer 2. Das beides vermische ich nun kurz. Und gebe es jetzt zurück in eines der beiden Messzylinder. Zu erwarten wäre, dass wenn ich 50 Milliliter und 50 miteinander vermische, wir bei 100 Milliliter Gesamtmenge nachher rauskommen. Wenn wir uns das jetzt mal genauer anschauen, was wir jetzt sehen können, ist, dass unsere Flüssigkeit nicht bei 100, wie zu erwarten war, sondern nur bei 98 Milliliter steht. Das heißt, wir haben weniger Volumen, weniger Flüssigkeit, wie zu erwarten war, weil wir haben eigentlich 50 und 50 Milliliter zusammengegeben. Woran das jetzt liegt, das kommt jetzt in der Erklärung. Anders wie anfänglich behauptet, hatte ich hier jetzt nicht zweimal Wasser drin, was man hätte vermuten können, sondern ich hatte einmal Wasser in Form von destilliertem, reinen Wasser und in meinem zweiten Messzylinder hatte ich Ethanol. Ethanol ist Trinkalkohol, in diesem Fall 96%igen Ethanol-Trinkalkohol. Was bedeutet das jetzt? Ich habe hier verschieden große Teilchen und diese verschieden großen Teilchen fangen an, sich gegenseitig in die entstehenden Lücken zu schieben und nicht aufeinander zu liegen, sondern ineinander rein sich zu verschieben. Das ist fachlich nicht 100% korrekt, aber so könnt ihr euch das mal vorstellen. Wie das Ganze aussieht, wie ihr euch das vorstellen könnt, das möchte ich euch jetzt zeigen mit einem kleinen Modell mit einem Gedankenexperiment und zwar verwende ich dazu Erbsen und Linsen. Für meinen Alkohol verwende ich jetzt gleich Erbsen und für meine Wasserteilchen Linsen. Hier könnt ihr bereits sehen, dass die Alkoholteilchen, also die Erbsen, deutlich größer sind wie meine Linsenteilchen. Hier haben wir jetzt für den Alkohol die Erbsen und für das Wasser die Linsen. Ihr seht, ich habe wieder probiert, genau 50 Milliliter zu erreichen. Das ist jetzt natürlich, dadurch, da die Teile viel größer sind, etwas schwieriger. Was man aber gut erkennen kann, um 50 Milliliter Linsen zu haben, brauche ich viel mehr einzelne Linsen wie bei meinen Erbsen. Bei den Erbsen sind zwischendrin immer noch relativ große Lücken. Nun gebe ich die beiden zusammen in mein Becherglas, vermische sie
und gebe auch diese wieder zurück in den Messzylinder. Und auch hier können wir das wieder sehen. Wir hatten 50 und 50. Wir sehen, die Linsen sind zwischen die Erbsen teilweise gewandert und wir haben keine 100, sondern sind unter den 100 Millilitern. Das heißt, wir haben hier ein ähnliches Ergebnis wie bei unserem Alkohol mit Wasser. Bei diesem Experiment können wir jetzt nochmal super die verschiedenen Teilchengröße von Wasser und Alkohol zum Beispiel erkennen und auch sehen, trotz dass die Stoffe eigentlich ähnlich aussehen, sie doch andere Teilchen haben, andere Teilchengrößen haben. Das mit den Linsen und Erbsen ist nur ein Modell. Denkt dran, ein Modell zeigt immer, wie das in der Realität sein könnte, aber sehr, sehr stark vereinfacht. Das heißt, das ist eine vereinfachte Version. Hier sind wir natürlich mit den Teilchen mikro klein, so klein, dass wir das gar nicht sehen können, auch nicht unter dem Mikroskop, deswegen das Modell hier. Ich hoffe, das mit den Teilchengrößen ist nochmal klar geworden. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.